Man kriegt eine Menge irgendwelche komische Artikel irgendwie an den Kopf geworfen, was jetzt die beste, ja, Behandlung von irgendwelchen Patienten sein sollte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, sobald irgendwie so ein Artikel irgendwie angeschlagen wird, atme ich einmal tief durch und manchmal gehen die Gedanken dann irgendwo in eine andere Richtung. Also ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit in, ja, die typische Welt der Unfallchirurgie. Und zwar fangen wir mal, wir machen einfach mal gemeinsam den Dienst gemeinsam. Also wir gehen gemeinsam in die Notaufnahme, also können morgens gemeinsam aufstehen. Und hier seht ihr einmal vom Dach vom Krankenhaus so ein bisschen, ja, romantischer Sonnenaufgang und frisch mit Kaffee in der Hand macht ihr euch auf den Weg in die Notaufnahme. Und das ist eigentlich nur so ein kleiner Test-QR-Code, der da oben in der Ecke ist. Das ist so, ich habe so ein paar, ja, weiterführende Links eingebracht und damit ihr die nicht irgendwie mühselig oben in euer Feld abtippen braucht, habe ich euch einen kleinen QR-Code daneben gegangen. Also der ist jetzt nur so ein bisschen Probe, falls ihr schon ein bisschen musikalische Untermauerung oder ähnliches braucht. Nur, also es lohnt sich, das Handy gezückt zu lassen, dass ihr diese anderen Codes dann halt auch abfotografieren könnt. Also ich wandert mit einem Kaffeebecher in die Notaufnahme und als ich mit Unfallchirurgie mal so angefangen habe, habe ich gedacht, das sieht bestimmt so aus. Also man kriegt eine Menge Patienten, die sind irgendwie alle traumatisiert, irgendwie kaputt gegangen an den unterschiedlichen Orten. Und Fazit ist aber so, das Patientenklientel ist sehr, sehr unterschiedlich und das ist nicht in den meisten Fällen nicht unbedingt ganz doll dramatisch, muss man sagen. Aber auch sehr, sehr vielfältig. Also meistens ist es dann eher so, dass die Patienten nicht so ganz das mit sich bringen, wo man so dachte, was sie so haben. Und dementsprechend wundert man sich auch mal, warum die Hälfte überhaupt unfallchirurgisch irgendwie davon ist. Also zum Beispiel das mit den 18 Euro, das war eigentlich auch wohl eine Wette gewesen irgendwie. Der ist dann nachher nicht mehr unfallchirurgisch geworden. Eine Frage noch irgendwie, vielleicht mag das ja jemand in den Chat tippen. Was ist denn das hier oben für ein Röntgenbild? Das ja nochmal einmal wegnehmen. Ihr könnt ja mein Cursor konnte eigentlich, glaube ich, sehen. Wenn, das ist jetzt mal ein Versuch, die Chat-Funktion auszuprobieren. Was meint ihr, was ist da oben an diesem Röntgenbild passiert? Gucken, ob da irgendwer sich traut, was einzutippen. Gucken wir mal. Ja, genau. Inklusive Schuh. Richtig. Also da ist jemand tatsächlich in großen Ordner getreten. Also von daher dementsprechend. Also auch die Unfallchirurgie ist relativ vielfältig. Also man wundert sich, wie sich Leute auch immer so verletzen können. Und wir gehen halt beide ein Stückchen weiter. Ihr werdet schon von der Notaufnahme Schwester halt erwartet, die freudig sagt, wir haben schon alle Zimmer besetzt. Die Patienten sind schon voll. Da sind auch schon welche im Wartezimmer. Das ist manchmal, meistens passiert eine ganze Zeit lang gar nichts und dann haben sich die Patienten alle verabredet und kommen irgendwie gleichzeitig. Und ihr habt jetzt verschiedene Räume mit verschiedenen Patienten drin. Ihr habt so eine kleine Einordnung, wie es das Pflegepersonal schon gemeint hat, also eine sogenannte Triage-Sichtungskategorie, wo eine Vermutung eigentlich, wie dringlich irgendwelche Patienten sind und ein kleiner Hint, was dieser Patient haben kann. Das ma manchmal stimmt es, manchmal stimmt es nicht. Und wer zuerst kommt, mal zuerst, darf sich einen Raum oder einen Patienten wünschen, wo wir als erstes hingehen. Also könnt euch das jetzt einmal gemütlich angucken. Aber wer zuerst in den Chat schreibt, in welchen Raum wir gehen sollen, da gehen wir gleich hin. Also das ist so der erste Versuch zu machen. Also entweder in den Gipsraum. Okay, der erste gesagt, wir gehen zu Mandy Klum mit dem Katzenbiss von gestern im Gipsraum. Also machen wir uns mal auf den Weg in den Gipsraum. So, also das ist Frau Klum. Frau Klum hat gestern mal versucht, irgendwie ihrer Katze irgendwie so ein Entwurmungsmittel zu geben. Das fand die Katze nicht gut. Und die hat sich also mit Händen und Füßen gewehrt und hat ihr dann in den Arm gebissen. Vor allen Dingen mehr eigentlich in den Daumenballen. Also wenn ihr euch die jetzt so anguckt, sind hier so ein bisschen die ganz dezente Bissspuren nur gefunden. Und das sieht da auch wohl auf dem ersten Blick, sah das gar nicht so wild aus. Und letztendlich ist Frau Klum natürlich nicht erst gleich in die Notaufnahme gegangen, sondern erstmal zum Hausarzt. Und der Hausarzt hat sich das auch angeguckt, hat gesagt, oh, so
sagt noch nicht so viel aus, hat auch schon mal angefangen, so ein bisschen die Rötung und Ähnliches zu markieren am Vortag. Also das sind die alten Markierungen vom Hausarzt und hat ihr schon mal so ein Antibiotikum aufgeschrieben, Amoxiclav. Das war so das bisherige. Und jetzt am nächsten Tag sie hat reingeguckt und sah auch schon, dass diese Rötung vor allen Dingen auch Richtung Patient direkt weiterführend war, fortgeschritten ist. Und die Patientin sagt auch, es tut tierisch weh. Sie hat auch schon Fieber und schon fast so ein bisschen Schüttelfrost. Und wenn ihr jetzt ein bisschen auf den Bildern kommt, es nicht so ganz so drauf, wenn es ist schon relativ geschwollen, vor allen Dingen hier im Bereich und auch der Handrücken ist schon deutlich teigiger geschwollen und auch der Daumen ist normalerweise deutlich dünner, um ein Drittel ungefähr dünner, als er da so abgebildet ist. Also, und wenn ihr jetzt hier so hindrückt, wäre direkt in die Hohlhand, dann quiekt die Patientin und sagt, das soll man gefälligst mal bleiben lassen. So, und da haben wir schon den ersten Bösewicht der Unfallchirurgie schon gefasst, das sind die Katzen. Und zwar, wenn wir uns Katzenbisse angucken. Katzenbisse sehen auf den ersten Blick relativ moderat nicht so gefährlich aus. Aber gerade im Bereich Katzen, die bringen eine Infektionsrate mit sich von ungefähr 30 bis 50%. Hunde dagegen nur von 5 bis 25% der Fälle, wo jemand gebissen wird, dass sich das Ganze auch infiziert. Es ist so, Katzen haben ja relativ spitze Zähne und machen quasi relativ unauffällige Eintrittspforten, aber darunter spülen die ihren Besatz der Verkeimung ihres Zähnes und ihrer Spucke in den Patienten hinein. Hunde wiederum machen, reißen eher und dementsprechend können auch Bakterien wieder den Körper verlassen, weil der Wundaustritt quasi möglich ist. Wenn man Menschen hat, Menschen kommen wegen Katzen schon fast ein bisschen, also sie sind ungefähr so zwischen und Katzen und Hunde und bringen ungefähr 15 bis 25% Infektionsrate. So. Wenn man also einen Katzenbiss hat, sollte man ihn auf jeden Fall ernst nehmen. Also gilt jede Wunde erstmal als kontaminiert und wenn so eine empirische Initialtherapie nicht angeschlagen ist, muss man sich überlegen, ob man denn auch den richtigen Erreger erwischt hat. Die Patientin hat jetzt erstmal Amoxiclav gehabt. Ist auch so mit was unser Leitfaden für orale Antibiotikatherapie im ambulanten Bereich auch so vorschlägt, als in erster Linie Amoxicillin, Clavulansäure, wenn man jemanden mit Penicillinallergie hat, auch das Doxycyclin zu geben. Aber jetzt ist es weitergegangen. Also das heißt, an der Hohlhand, also an der Handinnenseite, ist eine relativ straffe Faszie, also eine straffe Bindegewebe, wo kaum Schwellung möglich ist. Das heißt, viele Patienten haben ein sogenanntes Handrückenödem. Das heißt, eine relativ teigige, große Schwellung ohne wesentlichen Druckschmerz am Handrücken. Das darf man nicht fehldeuten. Also viele Leute fangen dann an dieser Stelle nach der Eintrittspforte zu finden, die aber in Wirklichkeit meistens an der Hohlhand. So, die Problematik ist, über die Beuge sehen kann sich diese ganze Infektion schön fortschreiten. Und wenn wir jetzt noch einmal wieder zurückgehen zu dieser Patientin, hat das jetzt hier schon auch langsam angefangen. Also dementsprechend wandert die Infektion wunderschön über die Hohlhandfaszie die Beuge sehen erlangen. Also da kommen wir mit einer normalen Antibiose und ähnliches nicht mehr zurecht. Also das haben wir erstmal angefangen. Wir haben versucht, diese Wunde mit Kochsalzlösung ein bisschen zu reinigen. Was man tunlichst vermeiden sollte, ist Desinfektionsmittel zu injizieren, weil das zu ganz schlimmen Hautnekrosen führt. Haben den Tetanusschutz überprüft und weil wir leider eine Klinik haben, die im Moment, also im Dienstbereich, keine Handchirurgie anbietet, muss man so ein bisschen an Verlegung denken. Wenn man jemanden irgendwie einen Patienten an den nächsten übergibt, ob jetzt man als Rettungsdienst, quasi als Notarzt oder von einem Arzt zum nächsten, muss man sich mal überlegen, dass viele Informationen verschwinden, wenn eine Übergabe gemacht werden. Das heißt, relevante Informationen muss sichergestellt werden, dass sie weitergegeben werden. Man hat unterschiedliche Gesprächspartner mit unterschiedlicher Ausbildung, beruflicher Erfahrung oder je nach Arbeitsbelastung natürlich auch mit einem Kopf, der jetzt nicht unbedingt komplett frei ist für sowas. Das heißt, man sollte so eine Übergabe auch relativ strukturiert machen. Und ich bin der Meinung, jeder sollte sich sein eigenes kleines Strukturprinzip machen. Bei mir ist es jetzt das ESBA-Prinzip. ESBA, weil das auch bisschen lecker klingt, finde ich, aber das ist ein Akronym. ESBA steht für also Situation, Background, Assessment und Recommendations. Also das heißt, da kann man sich auch nachts um 3 noch dran langhangeln.
dass man sämtliche wesentliche Informationen an den nächsten Arzt oder den nächsten Behandler weitergibt. Also wir fangen an, wir bereiten uns das natürlich so ein bisschen was vor, was wir erzählen wollen, brauchen Kontakttelefonnummern von dem nächsten handchirurgischen Setting. Man sollte sich da schon mal so vielleicht so einen kleinen Kurzbrief vorbereiten und die strukturierte Übergabe einmal am Telefon planen. Das heißt, das Erste, wir kümmern uns um die Situation, überlegen uns so ein bisschen, was passiert ist, dann was bisher gemacht wurde und was wollen wir eigentlich von dem, den wir da anrufen. Und das kann man dann mal so machen. Also wir rufen dann mal so einen Handchirurgen an aus der meinetwegen nächstbesten Uniklinik und hoffen, dass er uns diesen Patienten abnimmt. Und dann stellt man sich da vor und sagt am Anfang also die Situation, auf was muss sich der quasi an Gesprächsteilnehmer so einrichten. Da sagt, also sage ich, ja, ich würde gerne die Frau Mandy Klum verlegen, die ist 47 Jahre alt, ist zu Fuß noch in unsere Notaufnahme gekommen mit einem Verdacht einer Hohlhandphlegmone nach einem Katzenbiss. So, dann kann man dem anderen gegenüber ein bisschen Zeit lassen, dass er einmal drüber nachdenkt, was hat sie vor, was hat sie ähnliches. Und dann gebe ich ihm ein bisschen mehr Informationen, also nachdem er sich darauf eingestellt hat. Also was ist eigentlich passiert, also über Unfallmechanismus, Vorerkrankungsallergien und ähnliches. Das heißt, sagen sowas wie, die ist gestern von der Katze gebissen worden, war auch erst noch beim Hausarzt, der hat ihr dann schon mal ein orales Antibiotikum gegeben, hat mit Amoxicillin-Clavulansäure angefangen. Ist sonst soweit gesund, keine Vorerkrankung, keine Medikamente, keine Allergien. Aber nun auch trotz laufender Antibiose ist die Rötung fortgeschritten. Jetzt hat sie auch eine Lymphangitis, also eine Entzündung der Lymphgefäße. Die Hohlhand ist schon balloniert und Fieber hat sie nun auch und Ähnliches auch gekriegt. So. Dann gebe ich dem ein paar Informationen von dem, was ich bisher gemacht habe. Assessment, also Untersuchungen und Ähnliches. Und auch bereits die ersten Therapien, die ich schon gemacht habe, also zum Beispiel in der Notfallmedizin wäre das jetzt ABCDE-Schema, Untersuchungsergebnisse, Labor, was ich schon verabreicht habe, ob ich irgendwas verschient habe oder versorgt. Das heißt, ich sage dem zum Beispiel sowas, ich habe jetzt die Wunde schon mal ein bisschen desinfiziert, habe eine dorsale Schiene, also eine Gipsschiene auf dem Handrücken angelegt, damit der Arm nicht mehr so viel bewegt hat. Habt ihr schon einmal Blut abgenommen, davon habe ich aber leider die Ergebnisse noch nicht, eine Bronüle gelegt und falls ja auch mal so ein Zahn kann ja auch mal abbrechen oder irgendwas drinstecken, haben wir ein Röntgen in zwei Ebenen gemacht von der Patientin. Und dann muss ich ihm ja natürlich auch noch sagen, was genau will ich von Ihnen denn eigentlich? Ne? Also das heißt, für den Patienten irgendwo aufnehmen, soll er ihn operieren mit irgendwas Medikament oder ähnliches und muss ich mich mit ihm ja auch ein bisschen absprechen. Das heißt, ich würde ihn euch gerne mit einem RTW schicken in die Handchirurgie oder soll ich ihn direkt in die Notaufnahme oder auf eine Station schicken. Jetzt ist die Sache Antibiotikum, müssten wir uns einmal absprechen, weil das Amoxiclav hat ja schon nicht so richtig funktioniert. Habt ihr einen Hausstandard, irgendwie einen Wunsch, was ich ihr vielleicht mal ja, geben sollte? Schmerzmittel würde ich eher noch mit, weil die hat doch schon deutlich Schmerzen, vielleicht ein bisschen Pyretramid oder ähnliches. Und ich habe ja ein Labor schon abgenommen, soll ich das irgendwo hinfaxen? Dann kann er mir ja eine Rückmeldung geben, was genau soll ich noch machen mit dem Patienten. Und das ist so ein kleine Möglichkeit, sich durch so eine Übergabesituation durchzuhangeln. Es gibt da noch ganz viele andere mögliche Akronyme. Ich bin der Meinung, also mit ESPA bin ich bisher so weit am gut gefahren. Die Anästhesisten unter euch können es auch, ja, also wird vom Berufsverband ja auch quasi empfohlen, das ESPA-Schema auch im Rahmen von ja, perioperativen Setting einzusetzen. Und ich finde es auch so für eine Kurzübergabe eine ganz schöne Sache. Ja, so, also dementsprechend der RTW kommt, nimmt die Frau Klum mit und ihr habt die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, falls euch noch irgendwas da auf der Seele brennt bezüglich der Patientin. Dann könnt ihr das in den Chat schreiben. Also Katzenbisse sollten wirklich nicht unterschätzt werden. Kann man ja vielleicht noch einmal so ein bisschen was Weiterführendes über die gemeinen Verursacher erzählen. Das sind vor allem bei Katzen so Pastorella, Mytizida, Capnocytophaga und Streptokokken, die da drin sind. Und da muss man sein Antibiotikum auch ein bisschen anpassen. Wenn schon so ein Antibiotikum nicht richtig funktioniert hat, natürlich auch mal einen Abstrich nehmen in dem Bereich. Bezüglich einer prophylaktischen Gabe, da ist die Evidenz relativ dünn, also dementsprechend, es wurde kein großer Vorteil gezeigt. Aber wenn man eine kritische Lokalisation hat, wie zum Beispiel in einem Gelenk, über zum Beispiel ein Implantat oder im Gesicht, dann kann man da schon auch gerne prophylaktisch was geben.
So, ich glaube, Fragen sind soweit nicht gekommen. Denn gehen wir mal wieder zurück und gucken uns den nächsten Patienten an, weil die ist jetzt ja abgeholt worden. So, wer mag denn den nächsten Patienten sich wünschen? Ich glaube, irgendwie einer wurde, glaube ich, schon, immer, glaube ich, einfach den nächsten, das ist der UCH3, ist ja hier schon gewünscht worden. UCH3 ist der Herr Hallervorden. Der ist schon ein bisschen älter. Der ist ja 84 Jahre alt und wird uns angekündigt mit Knieschmerzen nach einem Sturz. Dann gehen wir doch mal in den unterchirurgischen Raum Nummer 3. Herr Hallervorden, das ist ein ganz, ganz fleißiger Hobbygärtner und der hat jetzt angefangen, seinen Garten umzugraben und ist da ganz blöde in so ein Loch getreten. Und dabei hat er sich, ja, also wirklich ein Verdrehtrauma des Knies zugezogen und das war schon, auch wenn es, ich sag mal, so ein Niedrigrasanztrauma ist, ist das schon ein bisschen ausgeprägter geworden. Also wenn ihr euch jetzt dieses Knie anguckt und na gut, das andere Knie ist nicht schön getroffen, mit dem anderen vergleicht, ist es doch, wirkt es schon etwas seitversetzt. Also nicht nur geschwollen, da will ich euch ein bisschen drauf rauf, will ich so ein bisschen, dass ihr da so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal so, die Sinne etwas schärft. Es ist nicht nur allein geschwollen, sondern auch noch so ein bisschen quer versetzt. Und da können wir auch mal so ein Röntgenbild machen, weil was machen wir ganz gerne aus der Unfallchirurgie? Röntgenbilder. So, weiß nicht, wenn jemand schon eine Idee dazu hat, was da genau vorgefallen ist, dann kann er das auch gerne reinschreiben in den Chat. Falls euch da was gezielt auffällt, kleiner Hinweis dazu. Also, er hat so diverse Verkalkungen hier, auch so im Blutgefäßsystem. Das darf man ruhig haben. Das ist also nicht die Pathologie, falls da irgendwas bekommt. Was kommt. Also, einen richtigen Bruch kann man im Moment nicht erkennen. Aber der Unterschenkel ist seitwärts gegenüber dem Oberschenkel verschoben. Heißt, in diesem Fall liegt zwar keine Fraktur vor, aber eine etwas kritischere Situation. Und zwar eine sogenannte Knieluxation. Ist deutlich seltener. Also ich mache euch das nochmal auf. Also Kniegelenksluxationen sind eine der seltensten Luxationen, die einen so in der Unfallchirurgie ja, über den Weg laufen können. Also ich hatte in der ganzen Zeit auch erst drei Patienten mit einer Knieluxation gehabt. In den meisten Fällen sind die aber eher sind die eher hochtraumatisch, also nach Verkehrsunfällen oder hochrasant Traumata. Selten, aber auch die Patienten, lustigerweise, die ich alle hatte, das waren meistens wirklich einfache Verdrehtraumata gewesen. Das heißt, wirklich in ein Loch getreten, irgendwie Halt verloren oder insgesamt ein Mensch mit mehr, ein bisschen reduzierter Motorik. Aber sie sind sehr selten und dadurch haben die Leute meistens nicht die große Erfahrung mit diesen Patienten. Die sind aber sehr kritisch, weil man etwas beachten muss. Und zwar in der Kniekehle läuft unsere wichtige Versorgung des Unterschenkels. Und das ist eine Einzelversorgung. Eine Einzelversorgung in dem Hinblick, dass wir nur diese eine Arterie popliteae haben, die dann zwar ihre Abgänge abgibt, aber wenn die kaputt ist, kommt unten im Bein nichts mehr an. Das heißt, ich würde es wirklich, wenn man sich etwas merkt zu diesen Kniegelenksluxationen, so selten sie sind, desto wichtiger ist es wirklich auf diese Durchblutung, Motorik und Sensibilität zu prüfen, ne? Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch am Fußrücken oder im Knöchel einen Puls tasten kann, schließt das nicht aus, dass ich trotzdem irgendwie entweder zum Beispiel eine Intimaläsion, eine Dissektion oder eine Ruptur sogar diese Arteria popliteae habe. Das heißt, mindestens muss ich eine Dopplersonografie machen, besser eine Angiografie, noch besser eine CT-Angio in dem Fall. Also dementsprechend, wenn ihr eins behalten bleibt, denn seid vorsichtig bei einer Kniegelenksluxation, kann es halt tatsächlich sein, dass der Patient vor euch steht, ein komplett weißes Bein hat, nichts mehr bewegen kann, weil auch hier am Außenknöchel der Nervus peroneus langläuft, den Fuß nicht mehr heben kann, Taubheitsgefühle am Fuß hat. Und wenn der Fuß so lange unterversorgt ist, das kennt man vielleicht auch aus der Gefäßchirurgie oder ähnliches, droht natürlich auch durch die Ischämie ein sogenanntes Compartment-Syndrom. Also das heißt, dass der Unterschenkel schwellen kann von irgendeinem Kompartiment mit der Muskulatur und dementsprechend durch die Faszien
so gebremst wird, dass innerlich also wesentliche Strukturen wie Blutgefäße und Nerven abgedrückt und untergehen können. So, was sollte man jetzt machen? Also der Patient musste relativ schnell reponiert werden. Das heißt, je mehr Bänder betroffen sind, desto einfacher geht es eigentlich. Bei ihm ging es relativ schwer, dass selbst mit Analgesierung in der Notaufnahme das nicht machbar war. Das heißt, dieser Patient wurde relativ frühzeitig operiert. Herr hatte Glück gehabt. Bei ihm ließ sich keine Läsion der wesentlichen Strukturen nach sich ziehen. Aber das ist ein anderer Patient, der auch uns bekannt ist. Das ist eine Patientin, die sich vertreten hatte, die sich komplett sämtliche Bandstrukturen gerissen hatte, also Außenbänder, Kreuzbänder, Kapselband, Apparat. Und wenn man sich vorstellt, dass hier an der Rückseite diese Arteria popliteal, ich habe sie euch hier nochmal einmal abgemalt, lang geht, denn und sie normalerweise so eine Strecke nach sich zieht und jetzt natürlich deutlich mehr Wegstrecke hat, diese Dame hatte also wirklich ein komplett unterversorgtes Bein, brauchte zuerst natürlich die Reposition, auch im operativen Setting, danach erstmal die Gefäßintervention, das heißt, die hat tatsächlich einen Venenbypass in der Kniekehle gebraucht durch die Gefäßchirurgen und daraufhin die überbrückende Fixateur, weil so ein Bein schwillt natürlich auch an. Bänder, ich sag mal so, hier kam gerade die Frage, wie häufig sind die Bänder betroffen, dass quasi da gibt es keine Knieluxation, die eigentlich ohne irgendwie einen Bandriss vonstatten geht. Bei Herrn Hallervorden war es so, dass da nur gewisse Sachen wieder genäht und reponiert werden mussten, sichergestellt mit einer fixierenden Bandage sozusagen, die gewisse Beugung und gewisse Seitverkippung abfedern konnte. Diese Patientin hatte eine komplette Ruptur der Bandgefäße mit einer fulminanten Schwellung. Und nach dem Fixateur brauchte sie tatsächlich eine gekoppelte Prothese aufgrund der Weichverhältnisse mit einem ganz langen Prozess. Also bei ihr waren gänzliche Strukturen durchgerissen und konnten nicht initial gleich behandelt werden. Die Frage dazu beantwortet. Also Herr Hallervorden ging relativ frühzeitig in den OP und konnte Gott sei Dank im CT-Angio keine Läsion der Kniekehlenarterie dargestellt werden. Wenn es noch Fragen gibt, dann die bitte in den Chat. Sonst kümmern wir uns um den nächsten Patienten. Oder wer sich schon mal gleich einen wünschen möchte, ich mache euch schon mal die Übersicht an. Welchen Patienten wollen wir uns denn als nächstes anschauen? Einfach ruhig in den Chat reinschreiben. Wartezimmer. Wartezimmer ist ein kleines Kind. Also da zeigt man sich mal wieder, wie vielseitig eigentlich die Unfallchirurgie und Orthopädie ist. Man hat wirklich alle Patienten in sämtlichen Altern. Also mein ältester Patient war mal 102, mein jüngster war 8 Wochen alt. Und wir gucken uns mal die Katrin Perry an. 3 Jahre altes Kind, bewegt den Arm nicht mehr. So, Katrin, also mag den Arm nicht mehr bewegen. Und das Kind, wenn man sich das so anguckt, sitzt ungefähr so. Das heißt, der Arm ist in einer relativen Pronationshaltung, das heißt eher nach innen gekehrt als nach außen. Das Kind mag den nicht richtig nutzen, ist quengelig, mag auch nicht interagieren so richtig und benutzt den auch gar nicht mehr so. Jetzt führen wir auch mal eine Anamnese durch, das heißt, wir fragen auch die Mutter, was ist denn da genau vorgefallen, bevor das ist die irgendwie gefallen oder ähnliches? Und die Mutter sagt dann, ja, das Kind wollte eigentlich irgendwie Richtung Straße rennen und sie hat das Kind einfach nur schnell irgendwie am Arm gegriffen und hat mal ordentlich gezogen. Kind war nicht so richtig vorbereitet darauf, dass das passiert ist und seitdem mag sie also wirklich diesen Arm nicht mehr bewegen. Hat denn jemand zufällig schon eine Vorstellung, was da stattgefunden hat? Dann könnt ihr das jetzt mal in den Chat schreiben. Habt ihr davon schon mal eine Vorstellung, was da passiert sein könnte? Schulterluxation wird vorgeschlagen. Wäre eine Option. Klingt dann sehr, sehr selten, aber das ist einfach Radiuskopfluxation. Jo, wir machen da noch ein kleines Subluxation vor und dann
Sind wir, genau, da wird es Pronatio dolorosa. Jetzt kommt die. Also ein Zustand, ein Krankheitsbild mit sehr, sehr vielen Namen. Das ist die Chassagnac-Lähmung oder wird auch manchmal Nursemaid Elbow genannt, Pronatio dolorosa, dolorös, ähnliches. Manchmal auch Subluxation vom Radiusköpfchen. Das ist so ein Zustand, der findet vor allen Dingen statt bei kleinen Kindern im Alter von 1 bis 4 Lebensjahren, wenn die so einen plötzlichen Zug gegen den Arm haben und da gar nicht drauf muskulär überhaupt darauf vorbereitet sind, dann kann es halt dazu kommen, dass entweder es gibt so zwei Theorien, das Radiusköpfchen, was ja hier quasi hier oben am Ellenbogen sitzt, unter ein sogenanntes Ligamentum annulare rutschen kann. Nun wird diese Theorie wird so ein bisschen auch in Frage gestellt, weil man hat versucht mit Ultraschall und Ähnlichem das auch nachzuweisen, konnte das nicht so richtig. Eher geht man heutzutage davon aus, dass es nur so eine Blockade im radioulnaren, also im Ellenbogengelenk, das zwischen dem Speichen und also dem Speichenköpfchen und der Elle stattfindet, eine Blockade, die da stattfindet. Typisch als diese Anamnese, irgendwie wird am Arm gezogen, ob jetzt irgendwie, wenn versucht wird, jemanden aus, ich sag mal so, aus der Kleidung rein oder raus zu bekommen, irgendwie doll zu ziehen, um irgendwie ja eine gefährliche Situation abzuwenden und das Kind benutzt den Arm nicht mehr. Wenn man jetzt typisch ist diese Anamnese, man kann etwas untersuchen, was man bei dieser typischen Anamnese nicht braucht, ist ein Röntgenbild oder eine Bildgebung. Heißt, wenn das so typisch ist und das Kind nicht draufgefallen ist und das ganz eindeutig gesagt wird, kann man Repositionstechniken einsetzen. Wer schon mal so einen unterzuckerten Patienten irgendwie Glukose gespritzt hat, freut sich immer, dass der so schnell irgendwie wieder wach wird und ja, der vermeintliche Schlaganfall denn doch keiner ist. So ähnlich ist die Chassagnac-Lähmung, ich sag mal so in der Unfallchirurgie. Also das heißt, man geht hin, man muss die Eltern einmal kurz aufklären, dass man diesem Kind jetzt eine sogenannte Repositionstechnik durchführt. Das tut einmal ein bisschen weh und dann wartet man etwas ab und wenn man Glück hat, ist das Kind danach völlig beschwerdefrei. Das heißt, das ist auch etwas, was man einfach wirklich mal zu Hause im Rettungsdienst oder ähnliches schon durchführen kann. Ich sag mal so, ohne dass unbedingt ein Unfallchirurg, ich sag mal so, da mit extra drauf gucken kann. Wenn die Anamnese passt. Wenn die Anamnese passt, kann man das ruhig machen. Und ich habe euch mal so die Repositionstechniken mitgebracht. Ich zeige euch gleich Video. Sollte es damit mal nicht gelingen, dann stellt man einfach in sogenannter Supinationstechnik den Oberarm ruhig in einem Oberarmgips, in einer Gipsschiene für einige Zeit. Und meistens ergibt sich das dann wieder von alleine. Das kann auch häufiger mal auftauchen. Ich hatte mal ein armes Kind, was tatsächlich 11 von diesen Chassagnac-Lähmungen gehabt hatte, mit der völlig frustrierten Mutter, die schon völlig fertig war. Der hätte man auch in der Zwischenzeit mal zeigen können, wie das eigentlich vonstatten geht, damit sie das selber zu Hause regeln kann. Man hat da bei dem Kind auch selbst mit erweiterter Bildgebung nicht gefunden, woran das liegen könnte. Einfach ein strukturelles Problem, was sich eigentlich, ich sag mal so, nicht wirklich verwächst, sondern mehr, man zieht einfach größere Kinder nicht mehr so doll am Arm, weil die aber schwerer werden und dementsprechend eigentlich taucht es danach nicht mehr so häufig auf, diese Chassagnac-Lähmung nach dem 4. Lebensjahr. So, ich habe euch mal die verschiedenen Repositionstechniken mitgebracht. Ich mache meistens eine Kombination aus beiden Techniken, indem ich einfach die miteinander kombiniere, aber die werden halt so angegeben. Schaut euch mal die Videos. Das heißt, das ist die Supinationsflexionstechnik. Das heißt, der Arm wird in Supination gehalten und daraufhin gebeugt. Das heißt, ich taste mir vor allen Dingen hier den Radiuskopf, ziehe den Arm so ein bisschen auf Zug und quasi supiniere hier das Handgelenk und beuge den Arm. Manchmal hat man es dann schon, dass man hier am Daumenbereich hier schon so ein kleines Schnappphänomen merkt und man sich relativ sicher gehen kann, dass das jetzt schon was gewirkt hat. Ich kombiniere das meistens mit der Pronationsextensionstechnik, also Streckung und Pronierung. Ne? Also ich mache es gleich nochmal. Das heißt einfach nur ein bisschen auf Zug, pronieren die Hand und Streckung. Und das einfach in der Kombination. Ich mache das Video nochmal an. Also die Supinationsflexionstechnik. Man sollte das relativ flott und bestimmt machen, weil je länger man so ein Kind damit ärgert, desto ärgerlicher wird das mit einem. Es wird einen danach nicht mögen. Und man wird auch mit diesem Kind wahrscheinlich kein Freund mehr mit der Mutter, die sich danach freut, wenn es dem Kind wieder besser geht.
Das Kind heult danach. Ne? In den meisten Fällen findet es einen wirklich nicht gut. Man geht einfach von dann, sagt der Mama, man kommt nach 5 Minuten wieder. In den meisten Fällen hat sich dann schon alles wieder gegeben. Das Kind spielt normal, hat trotzdem ist ein bisschen übel gelaunt, einem selber gegenüber, aber die Mutter dafür nicht mehr so. Hier unten ist noch ein QR-Code, führt euch zu einem Video mit einem echten Patienten auf YouTube, dass man sich das auch nochmal angucken kann, wie schnell dieses Kind wirklich beschwerdefrei danach wird. Also Pronatio dolorosa, relativ praktisches Fallbeispiel, was man auch gut zu Hause lösen kann, braucht man nicht unbedingt auch die Notaufnahme für, wenn die Anamnese passt. Wenn da irgendwie so ein Sturz oder ähnliches noch irgendwie in der Anamnese drin sein könnte, dann sollte man vielleicht doch eher das Röntgengerät mal zucken, weil es da einige andere Verletzungen gibt. Gibt es zur Chassagnac-Lähmung? Gibt es da noch irgendwelche Fragen? Erstmal nicht. Ansonsten, wenn noch was ist, dann gehen wir einmal wieder zur Übersicht. Und ihr könntet euch den nächsten Patienten wünschen, wo wir denn mal hingehen sollen. Unfallchirurgie 1 wird vorgeschlagen zu Frau Dunst. Dann gehen wir einmal zu Frau Dunst. Frau Dunst steht Halswirbelsäule nach Verkehrsunfall. Und die Problematik ist, dass man auch in der Unfallchirurgie Anamnese machen muss. Manchmal ist sie kürzer, manchmal trifft man aber auch auf die Patienten, die sehr, sehr viel zu erzählen haben. Und Frau Dunst hat nur auf euch gewartet, dass ihr endlich kommt, weil sie wartet ja auch schon ein bisschen, muss eigentlich auch gleich schon wieder zur Arbeit. Und die hat schon sehnlichst erwartet, dass ihr ankommt. Sie ist gestern mit dem Auto gefahren, als sie auf dem Weg zur Arbeit war. Sind sie Journalistin bei der Zeitung und arbeitet da auch schon länger. Und als sie gerade irgendwie da vor der Ampel stand, ist sie auf Rot umgesprungen, hat ein anderes Auto, hat sie von hinten aufgefahren, hat sich voll erschrocken, als die Reifen gequietscht haben, ist innerlich zusammengezuckt, dann hat es schon gekracht, ist in den Gurt gefallen, Airbag hat aber nicht ausgelöst, es ging ja eigentlich gut, Auto ist etwas kaputt. Also das wird jetzt erstmal in der Werkstatt behoben, da ist noch Licht hinten kaputt und dann hat sie den ganzen Tag noch weitergearbeitet, war zwar ein bisschen zitterig oder ähnliches, ist nach Hause gekommen und alte Armut gegessen hat, hat es auch angefangen mit den Nackenschmerzen. In der Nacht konnte sie kaum schlafen, hat irgendwie Paracetamol schon eingenommen, hat alles nicht geholfen. Sonst ist sie soweit gesund, nimmt nichts ein, keine Rheumatoidenerkrankung, kein Cortison genommen oder irgendwas ähnliches. Also wenn sie den Kopf so zur Seite irgendwie, schmerzt das schon direkt in der Mitte eigentlich nicht. Ne? Kann auch alles bewegen, kann den Kopf eigentlich auch drehen, aber sie hat total Sorgen, dass da irgendwie so ein Wirbel ausgerenkt, irgendwas gebrochen ist und ihr sollt jetzt doch mal bitte röntgen. Lange Anamnese, man hat mir auch mal gesagt, ich soll nicht so viel Text auf so ein Ding schreiben. Ich habe euch mal ein paar wesentliche Sachen markiert. Die hat eigentlich nämlich schon alles gesagt, ob das jetzt ein gefährlicher Unfall oder ein nicht gefährlicher. Also das heißt, die Erzählung der Patientin, wenn man sie ein bisschen reden lässt, und das ist ja eine sehr aufgeregte Frau, können einen schon viele Fragen beantworten. Das heißt, innerorts eher ein kleinerer Unfall, also das heißt, sie war auch ganz lange beschwerdefrei, in der Mittellinie tat nicht weh. Kann sehr gut reden, also ist normal wach, GCS ist 15. Und wir hatten mal gesagt, wenn man ganz ungefragt sehr viel redet, hätte man schon GCS 16, aber und hat auch keine ablenkenden Verletzungen. Und Röntgen oder ja oder nein, kann man sich ja überlegen da hat man so ein paar Hilfsleitungen und zwar. Das eine sind die Nexus-Kriterien. Das ist, die Nexus-Kriterien wurden mal so 2000, in, ja, 2000 publiziert. Das ist eine Studie, eine relativ große Studie gewesen mit 21 Traumazentren, die ungefähr 35.000 Patienten eingeschlossen haben und die haben festgestellt, sollten diese Sachen ja auftreten, vorhanden sein, ist es nicht nötig, dass da ein Röntgenbild gemacht wird und auch, dass die HWS immobilisiert gehört, ist nicht nötig. Also das heißt, kein Mittellinienschmerz über den Dorn fortsetzen. Der Halswirbelsäule, also keine Kribbelparästhesien oder irgendwas kann nicht bewegt werden, also kein neurologisches Defizit, keine Intox-Zeichen, dass sie irgendwie alkoholisiert ist, ganz normal wach und kein, ich weiß das ich, fehlgestelltes Bein, was sie von ihrer Halswirbelsäule ablenken kann. Bisschen intensiver haben wir noch ein Jahr später, sind die Kanadier nachgezogen, haben die sogenannte Canadian C-Spine Rule, also das ist 2001,
mit ungefähr 9000 Patienten aus 10 Traumazentren publiziert worden. Die haben gesagt, wenn jemand älter als 65 ist, gefährlichen Unfallmechanismus hat, wie zum Beispiel Sturz aus 2 Meter Höhe, aus dem Auto geworfen, ein Fahrrad gegen irgendwas anderes kollidiert, ein Hochrasanzunfall mit über 100 km/h, Sturz oder Gewalt gegen den Kopf, irgendwelche Parästhesien der Extremitäten, ist nur ein Kriterium dafür erfüllt, sollte man schon eine radiologische Diagnostik machen und den ganzen Patienten mal immobilisieren. Niedrigrisikofaktoren, also wenn es ein einfacher Autoauffahrunfall war, das war es bei der Patientin, die ist auch zu Fuß hierher gekommen und kann, ich sag mal, standfest in der Längs in der Ambulanz sitzen, hatte auch diesen verzögerten Schmerzbeginn, also das hat nicht gleich wehgetan und hat auch keinen Druckschmerz in der Mittellinie der Dornfortsätze. Und also diese Kriterien sind erfüllt und sie kann sogar den Kopf über 45 Grad drehen, braucht man keine Bildgebung. Ja, das müssen wir der Patientin jetzt nur weiß machen, weil die hat ja, ist ja deutlich besorgt. Das heißt, ganz wichtig ist danach die Patientenaufklärung, ne? Und dementsprechend ist die, geht sie dann auch relativ beruhigt, braucht vielleicht noch ein Schmerzmittel, ein bisschen Wärme, keinesfalls eine Ruhigstellung, geht sie dann auch wieder nach Hause. Aber wer von euch hat denn aufgepasst? Es ist nämlich noch eine kleine Besonderheit bei dem Unfall gewesen. Ich weiß nicht. Ich hatte euch ein bisschen was anderes markiert, was jetzt nicht mit der Canadian Seaspan Rule und den direkt mit den Nexus-Kriterien zu tun hat in ihrer Anamnese. Mal gucken, wer aufgepasst hat. Wer von euch ist vielleicht der geborene Unfallchirurg und kann mir sagen, was das für ein besonderer Unfall ist, wo wir jetzt noch ein bisschen besonderen Schreibkram machen. BG-Unfall, perfekt, klar, super. Also, wir müssen uns ein bisschen was über BG-Sachen unterhalten. Und zwar ist es so, dass dass Arbeitsunfälle und Wegeunfälle unterliegen einem besonderen Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das heißt, Beschäftigte, Azubi, Schüler, Studenten, auch ehrenamtlich, das bedeutet alle, vor allem die im Katastrophenschutz und der Feuerwehr tätig sind, oder Kinder in der Kita, unterliegen den Wegeunfällen. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Das heißt, man sollte schon direkt auf dem Weg, ohne Umweg, zu seiner Arbeitsstätte fahren oder Studium oder ähnliches. Also man darf nicht auf dem Weg irgendwohin nochmal Besorgung machen, denn es ist kein Wegeunfall mehr. Fahrgemeinschaften sind möglich. Oder wenn man zum Beispiel ein Kita-Kind oder ein Schulkind absetzen muss, wäre das in Ordnung. Oder wenn man zum Beispiel zwar einen längeren Weg, aber über die Autobahn, der ein bisschen schneller geht, dürfte man das auch machen. Dienstreise ist in Ordnung. Es gibt ja auch zum Beispiel Betriebssport, wo man hin muss irgendwie oder Betriebsfeiern, dann ist es in Ordnung. Dann sollte man das Ganze als BG, als Wegeunfall aufnehmen auch. Das ist wichtig für den Kostenträger. Ich habe euch mal ein kleines albernes Quiz mitgebracht. Die Internisten wundern sich jetzt, wo ist das A geblieben? Nein, es geht nicht um BGA-Quiz, es geht um ein BG-Quiz. Und zwar habe ich euch ein paar Fälle mitgebracht und ihr dürft jetzt entscheiden, sind diese Patienten berufsgenossenschaftlich oder nicht berufsgenossenschaftlich. Es ist ein bisschen plakativ, etwas albern, ist jetzt vielleicht nicht die unbedingt strukturelle Sache aus der Notaufnahme. Aber fangen wir mal an mit Arbeitnehmer Nummer 1. Also wir können das auch mal anders machen. Wenn ich zum Beispiel meinen Oberarzt klage, mir dabei zum Beispiel den Mittelhandknochen Nummer 5 breche und dem Kollegen zum Beispiel die Orbita, ist das berufsgenossenschaftlich oder nicht? Ihr könnt eine Schätzung abgeben. Also, nee, mal wird hier angegeben. Also, wenn ich jetzt meinen Oberarzt verprügel und mir da irgendwie was bei tue oder verprügelt werde oder ähnliches, ist berufsgenossenschaftlich. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ne? Aber anscheinend, also es gibt da wichtig Arbeitsgesetze oder ähnliches. Also, wenn sich Kollegen untereinander prügeln, ist berufsgenossenschaftlich. So, auf der Dienstreise wird der Patient auf Ibiza vom Türsteher verprügelt. Berufsgenossenschaftlich, ja oder nein? Ja, 50-50. Was meint ihr? Ja. Nee. Sobald es irgendwie außerhalb, also nee, genau, da wird schon eine offizielle Feier. Nein. Also der Patient. Der Türsteher ist kein direkter Kollege, es sei denn, es war ein Türsteherkongress oder ähnliches, ist nicht berufsgenossenschaftlich. Wenn man, ich sag mal so, beim
DKOU, also der Tagung der Orthopäden und Unfallchirurgen, die Hoteltreppe betrunken hinunterstürzt und angemeldet das als Dienstreise oder ähnliches eingegeben hat. Berufsgenossenschaftlich, ja oder nein? Ich gebe es euch mal einfach vor. Berufsgenossenschaftlich, also dementsprechend lohnt es sich, wenn ihr irgendwie zu einer Fortbildung fahrt oder ähnliches, das ruhig bei euren Arbeitgeber anzumelden. Ist berufsgenossenschaftlich, wenn ihr da auch irgendwie auf der, ja, ich sag mal so, da gibt es ja immer so Fäden danach irgendwie eingetrichtert habt, ist das berufsgenossenschaftlich tatsächlich. Wenn man nach der Arbeit seine Katze sucht und dann ausrutscht. Richtig, kein BG. Aber jetzt, also unabhängig von dem Tier, was da passiert, irgendwie nach Verlassen des Hauses, man will zur Arbeit, wird man vom eigenen Hund umgerannt. Ja, richtig. Also das ist berufsgenossenschaftlich. Sobald man quasi über die eigene Türschwelle raus ist, ist man auf dem Weg zur Arbeit. Aber man darf natürlich jetzt nicht irgendwie noch um ja, Tierfuttermittel oder irgendwas Ähnliches machen, sich um seine Haustiere kümmern. Aber wenn man aus Versehen dann von dem eigenen Hund umgerannt ist, ist das berufsgenossenschaftlich. Ines, ja. Der Jan hat noch gefragt, ob der Alkoholkonsum gar keine Rolle spielt bei der BG. Spielt tatsächlich selten eine Rolle. Also der Alkoholkonsum ist meistens nebensächlich. Ich habe relativ viele Patienten, die auch betrunken und die auf der Arbeit irgendwie auch in handwerklichen Betrieben und Baustellen beim Briefverteilen oder ähnliches alkoholisiert waren, ist trotzdem von der BG übernommen. Also das scheint für die weniger eine Rolle zu spielen. Ja, gibt es noch Fragen zu dem Fall mit der HWS oder irgendwas? Jetzt gehe ich schon einmal rüber. Gucken wir mal ein, schaffen wir noch. Könnt euch noch einen auswünschen? Ja, wenn das jetzt öffnet. Wen schaffen wir denn noch? Ein paar Patienten sind noch über. Noch über ein kleines Kind mit Handgelenkschmerzen in der Triage liegend, ein Patient mit einer Wunde am Oberschenkel in Unfallchirurgie 2. Dann haben wir noch den Knieschmerz seit 3 Wochen in Unfallchirurgie 4. Was wünscht ihr euch? Wo wollen wir noch hin? Einfach anschreiben. Und was wie, was dahinter steckt. Ich glaube, die Mehrheit, ich wollte gerade sagen, wünscht sich den Triage-Raum, aber Unfallchirurgie 4 ist auch 2-mal vertreten. Ach, wurde bei mir eben gerade nicht übertragen, glaube ich, in dem Moment. Ah, sorry. Wer hat das irgendwie nicht weitergesetzt? Ja. Also, Moment, was war zuerst? Unfallchirurgie 4 gewünscht worden. Dann gehen wir mal zum 10-jährigen Raphael. Raphael ist so ein ganz typischer Patient. Raphael ist der Fußballer schlechthin vor dem Herrn. Also das heißt, er kommt, weil sein Knie wehtut. Und das jetzt schon ein bisschen länger. Und er sagt, genau an dieser Stelle tut es weh. Ne? Und vor allen Dingen, wenn er jetzt immer schießen möchte gegen den Ball. Und er hat ja schon... Eigentlich montags und Donnerstag hat er Fußball. Freitag ist er extra noch in so einem Extra-Torwart-Training. Mittwoch hat er normalen Schulsport irgendwie und am Wochenende trifft er sich natürlich mit seinen Freunden. Was machen die natürlich? Fußball spielen. Eigentlich geht die ganze Woche nur über Fußball. So, jetzt ist es so, aber es tut ihm jetzt total am Knie weh und hier vorne an der Kniescheibe. Und da habe ich euch mal seinen Ultraschallbefund mitgebracht. Also auch Unfallchirurgie kann Ultraschall, also ist nicht nur eine Domäne der Inneren. Ich starte hier schon mal einmal so ein bisschen das Ultraschallbild und erkläre euch also ein bisschen, ich habe die Bilder oder diese Sequenzen hintereinander gesetzt. Hier quasi in Richtung links ist das patientennah, also das heißt, da geht zur Hüfte, hier kommt die Kniescheibe. Und hier geht es zum Unterschenkel, also da in die Richtung rechts ist Fuß des Patienten. So, und jetzt kann man da einiges so erkennen. Ich werde euch das hier nochmal einmal machen. Das heißt, wir fangen
hier oben oberhalb des Knies an, finden den Oberschenkelmuskel, also sozusagen den Rectus Femoris des Patienten vom Quadrizeps, der hier ansetzt. Man kann hier unten auch gerne mal zum Beispiel Erguss finden bei den Kindern im oberen Rezessus. Hier haben wir die Kniescheibe, hier haben wir das Ligamentum Patellae, also das Kniescheibenband, hier unter den Hofferkörper. Und hier haben wir den Ansatzpunkt des Ligamentum Patellae, das ist schon so ein bisschen Raum, sieht geschwollen aus. Bei dem Kind ist da aber auch nur eine offene Wachstumsfuge. Deswegen, das sieht hier so ein bisschen wild aus an der Tuberositas, aber es ist doch schon deutlich geschwollener als sonst. Hier unter haben wir noch so eine kleine Bursa, also einen kleinen Schleimbeutel, den man noch so finden kann unter dem Ligament. Also das ist die infrapatellare Bursa. Durch den Knochen kann das Ultraschall nicht durch. Deswegen findet man hier unter nichts mehr. Wenn man es hier so ein bisschen grisselig ausschaut, dann ist das eigentlich ein Artefakt. Man wundert sich auch ein bisschen, warum die Sehne hier so ein bisschen echoarm in dem Bereich ist. Aber die wird meistens nicht in 90 Grad genau getroffen. Und daher sind Sehnenansätze meistens eher so ein bisschen echoarm. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Also das heißt, das ist der erste Abschnitt. Hier sieht erstmal noch soweit alles in Ordnung aus. Das ist jetzt unterhalb des Knies. Hier tut es Ihnen an der Stelle weh. Aber was hinten vor allen Dingen auffällig ist, ist dieser Bereich um die Tuberositas, wo es doch schon flüssigkeitseingelagert und ein bisschen geschwollen ist. Und wenn man dem Kind also an beide Stellen hindrückt, tut eben das auch weh. Jetzt ist das ein Patient, der sehr, sehr häufig Fußball spielt. Und das ist so ein ganz typischer Patient, den man auch irgendwie vielleicht, das könnte auch schon das Nachbarskind nebenan sein, der hat eine Problematik mit relativ langen Eigennamen, wo sich wieder lauter Leute hin verewigt haben. Das heißt, der hat einen sogenannten Oskutsch-Schlatter. Morbus bedeutet ja immer so ein Symptomkomplex. Und hier haben sich ein Amerikaner und ein Schweizer diesen Oskutsch-Schlatter irgendwie verewigt. Das ist halt der Belastungsschmerz an der Tuberositas. Das sind alles sogenannte aseptische Knochennekrosen. Das heißt, durch diesen ständigen Zug, durch diese ständige schmerzhafte Reizung kommt es zum Untergang von Knochengewebe, also zu sogenannten Nekrosen und auch zum bisschen von Absterben und des Knochens an der Stelle. Der bildet sich ja auch relativ viel neu, macht aber einen ordentlichen Reizzustand an dieser Stelle. Wenn er mehr in Richtung Apex, also Spitze der Patella ist, dann nennt sich das Morbus Sinding-Larsen-Johansen. Man kann auch Sinding-Larsen sagen oder Morbus Sinding oder ähnliches. Das ist, wenn das einfach weiter oberhalb ist. Bei beiden ist es so, dass wenn man das Bein streckt, es zu einer deutlichen Schmerzverstärkung kommt. Das haben die ganz schön komplizierte Namen. Ich habe euch auch noch so einen kleinen Link zu diesen Osteonekrosen auf Wikipedia hingehängt. Da haben sich so viele Leute mit Eigennamen verewigt. Die kann man fast gar nicht alle so deutlich merken. Der Schlatter ist noch einer der häufigsten. Aber das Praktischste bei den meisten ist es so, die Therapie ist in den meisten tatsächlich einfach gleich. Das heißt, man muss diese Belastung reduzieren. Man muss leider diesen armen Knirps, der am liebsten Fußball spielt, sagen, dass er das jetzt mit der Belastung etwas runternimmt. Da gibt es auch immer so ein bisschen, man kann nicht sagen, jetzt komplett weg oder man kann so versuchen, so ein Mittelding zu schaffen, aber das ist halt abhängig von den Beschwerden des Patienten. Also am ehesten erstmal Sportkarenz. Die ganze Stelle kühlen, vielleicht auch mal sowas wie ein Zinkleimverband, ein bisschen mit ein bisschen Kompression draufbringen, Analgetika, gerne NSAR oder ähnliches, um den Reizzustand rauszukriegen. Aber man muss halt auch vor allem die Eltern und den Patienten aufklären, sowas kann auch mal länger dauern. In den meisten Fällen, wenn sich die Kinder also wirklich die Belastung runternehmen, dann sind die auch wieder asymptomatisch. Wenn sie trotzdem weitermachen, kann es auch mal sein, dass sich so kleine Ossikel, so kleine Verknöcherungen bilden, die auch mal als freie Gelenkkörper oder ähnliches vorkommen können. Also grundsätzlich eine konservative Therapie, wenn so ein Ossikel mal irgendwo stört, der muss eventuell entfernt werden. In ganz seltenen Fällen kann es auch mal sein, dass man die mal wirklich tatsächlich mal immobilisieren muss mit einer, ja, und dann Stützen stellen muss. Aber sonst ist das so ein typisches Ding, was man auch vielleicht mal beim Erwachsenen auch noch sehen kann, wenn man irgendwie jemanden sieht, der so eine kleine Beule quasi am oberen Ende der Tibia, also des Schienbeines, findet, kann das sein, dass der mal so einen abgelaufenen, ausgebrannten Oskutsch-Schlatter an der Stelle hat. Ist sehr, sehr häufig, weiß bloß immer keiner und dementsprechend, das ist so ein Ding, wo man immer sagen kann, man sieht nur das, was man kennt. Also wenn ihr so ein Kind habt, was meistens sind es eher die Jungen, was ganz viel Sport macht und dann auf einmal Knieschmerzen hat, meistens so am Kniescheibenband, entweder an der Kniescheibe oder
bisschen unterhalb am Schienbein, ist das in den meisten Fällen ein Ostgutschlatter. Braucht man meistens auch nicht röntgen. Manchmal macht man auch einen Ultraschall. Wenn es ein bisschen komisch ist und sehr, sehr lange dauert, kann man tatsächlich die Kinder mal ins MRT schicken, um zu gucken, was da sonst davor liegt. Aber viel ganz einfach, dass man den tatsächlich einfach mit etwas, ja, Immobilisation oder einfach runternehmen der Belastung, dass man sie wieder verbessern kann. Gibt es Fragen zu diesen aseptischen Knochennekrosen? Komplizierter Name. Aber ich glaube, soweit nicht. Dann glaube ich, war als nächstes, glaube ich, Triage gewünscht. Mal gucken, einen schaffen wir vielleicht noch. Triage liegend. Da ist ein kleiner 5-jähriger Junge mit Handgelenkschmerzen. Da können wir ja noch einmal rübergehen. So, Alessio hat versucht, den Baum zu erklimmen. Irgendwie, der war gar nicht so dolle hoch irgendwie, dann ist der Ast leider gebrochen. Irgendwie, Mutter hat ein bisschen geschimpft. Das Kind ist halt auf den Arm, hat sich versucht, auf den Arm abzustützen. Und das tut jetzt vor allen Dingen hier in diesem Handgelenksbereich weh. So, da macht man mal so ein Röntgenbild und wundert sich erstmal, wenn man das erste Mal so kindliche Röntgenaufnahmen sieht, sieht das immer aus, als fehlt da irgendwo die Hälfte. Also dementsprechend in dem Bereich ist sehr, sehr viel ja noch knorpelig angelegt und man wundert sich auch, hier sind überall Wachstumsfugen, da wird das Kind überall noch länger. Auch hier das distale Ende von der Elle ist noch gar nicht so richtig aufgebaut. Gibt es denn irgendwen, der etwas sehen kann, was da vorliegt? Kann in dem Röntgenbild schon jemand irgendwas erahnen, was da vorliegt? Ich helfe euch ein bisschen weiter, indem ich euch hier mal so ein bisschen den distalen Radius zeige. Eins der typischen Frakturen im Kindesalter ist ein sogenannter Wulstbruch. Das heißt, das Kind staucht sich axial die Hand und dann wulst es tatsächlich ganz dezent, hier sieht man ein bisschen mehr Knick, sich den Speichenknochen, manchmal sogar auch noch die Elle so zusammen. Das tut dem Kind ordentlich weh, aber das ist eins der gutartigsten Brüche, die man sich so vorstellen kann. Ich habe euch mal so nebenan so ein paar aufgezeigt. Einmal noch, weil wir das Ganze auch im Ultraschall etwas schön erkennen können. Leider in dem, wo man es noch besser sehen konnte, stand der Name oben. Das konnte ich nicht verwenden, aber hier, man muss sich ein bisschen angucken, also ein bisschen reingucken ins Bild. Vielleicht nochmal, ein bisschen was sehen lassen. Das hier ist quasi distale Speiche. Das ist quasi die Epiphyse. Hier kommt die Epiphysenfuge, damit quasi die Metaphyse, Diaphyse. Und man sieht hier, dass sich das etwas wellt, wo man es ein bisschen besser sehen kann. Das konnte ich euch leider nicht reinnehmen. Und hier haben wir auch etwas Hämatom, rum drauf liegt. Das heißt, wir haben an dieser Stelle, hier habe ich es euch nochmal aufgezeigt, den Wulstbruch. Also man kann es ja auch selbst im Ultraschall schön sehen und nachvollziehen. So, jetzt ist bei, so, gibt es unterschiedliche Knochenbrüche. Ich will jetzt mal nicht irgendwie auf diese ganzen Verletzungen der Wachstumsfuge, die sind ein bisschen, das ist ein eigenes Thema für sich eingehen, sondern diese typischen anderen kindlichen Frakturen. Und da gibt es so diese drei großen. Das ist einerseits die Biegungsfraktur oder Bowing Fracture, die Grünholzfraktur oder Greenstick und den Wulstbruch oder halt den axialen Stauchungsbruch. Das sind so diese typischen Sachen im Kindesalter. Und zwar bei Kindern ist es so, dass Periost, also die Knochenhaut, ist relativ steif, relativ hart, aber der Knochen da drin, die Spongiosa, diese Knochenbällchen sind relativ weich. Das heißt, hier stauchen sich vor allen Dingen diese Knochenbällchen etwas auf. Hier liegt es daran, also es ist wie, wenn man so einen frischen Zweig oder ähnliches durchbricht. Eine Seite bleibt stehen, die andere Seite bricht und Biegungsfrakturen gibt es auch gerne im Bereich. Das ist wirklich der gutartigste. In den meisten Fällen braucht man da nicht viel machen, vielleicht eine Ruhigstellung für eine Zeit lang. Und es ist meistens alles sehr gut. Biegungsfrakturen kommen aber auf den Grad der Biegung drauf an. Diese Grünholzfrakturen, die sind eher im Bereich des Schienbeines relevant, weil die quasi zu Veränderungen im Wachstum, im Längenwachstum führen können. Das heißt, die können relativ auch einen doofen Winkel annehmen, wenn man die konservativ behandelt im Schienbeinbereich und man muss sie engmaschig überprüfen. Und es kann halt sein,
dass man die gegenbrechen muss. Das heißt, dass das Kind eine Narkose benötigt, dass die gegengebrochen werden müssen, damit die vernünftig achsengerecht quasi wachsen. Deswegen sind die Grünholzfrakturen, auch wenn sie relativ gutartig aussehen, manchmal etwas kritisch zu sehen. So, wenn man Kinder, je jünger die Kinder sind, desto besser haben die Knochenheilung. Manchmal also wirklich bei den ganz kleinen Kindern könnte man in einem Raum links und rechts jeweils einen kindlichen Knochen hinlegen, guckt 2 Wochen nicht rein, die sind ja miteinander verbunden. So, was haben wir mit dem Kleinen gemacht? Wir wollten dem mal einmal eine Schiene dran machen. Und jetzt sagt aber vorher noch die Krankenpflegerin, sagt, der hat echt Schmerzen, der arme Junge. Mach was, der braucht ein Schmerzmittel. Und dann sage ich jetzt, ja, ist das Kind ist ja sonst soweit gesund, hat keine Vorerkrankungen, hat er irgendwelche Allergien, nicht so irgendwie weit bekannt. Hat er eigentlich schon irgendwas gekriegt oder von der Mama irgendwie schon was gehabt? Wie viel wiegen wir eigentlich und wie stark sind eigentlich die Schmerzen? Und dann kriege ich die Antworten. Nee, Vorerkrankungen hat er keine, Allergien auch nicht, hat auch noch nichts gehabt, irgendwie wiegt ungefähr 20 Kilo und sind schon mittelstarke Schmerzen. Gut. Ich habe euch da mal auch als QR-Code unten reingemacht, so ein kleines Hilfsmittel. Man muss nicht alles auswendig können, man muss nur wissen, wo es steht und das vielleicht griffbereit haben, entweder in einer App irgendwie oder vielleicht einen kleinen Hilfszettel. Das ist jetzt von der Bult-Maße und Dosierung in der Kinderanästhesie ein praktischer Zettel, wo man mal schnell sowas rüberrechnen kann. Also es ist auch keine, ich sag mal so, es ist keine Scham davor, auch einen Taschenrechner zu benutzen, wenn man das kleine 1x1 nicht so gut im Kopf hat. Aber man sollte einem Kind auf jeden Fall eine vernünftige Analgesie zumuten können, ne? Bevor man zum Beispiel irgendwie interveniert oder irgendwas reponiert oder ähnliches. Das sind jetzt einfache Analgetika, die da sind, aber man darf sich auch ruhig trauen, einem Kind ruhig ein Opiat zu geben. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch diese nasale Applikationsmethoden und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also dementsprechend, das Kind braucht erstmal Schmerzmittel. Der war aber eigentlich relativ munter und hat dann auch seinen Gips gleich gekriegt. Und dementsprechend, es war ein relativ unverschobener Wulstbruch. Er hat eine dorsale Schiene gekriegt für 2 Wochen. Bei Kindern unter 5 Jahren reicht meistens 2 Wochen. Wird es ein bisschen größer, bleibt das ein bisschen länger dran. Es gibt wunderschöne kinderunfallchirurgische Werke, wo man quasi die Ruhigstellung fast aus irgendwelchen Tabellen ablesen kann, weil das halt in jedem Alter fast schon ein bisschen unterschiedlich ist. Also einer der häufigsten Geschichten, der Wulstbruch vom distalen Radius beim Kind. Fragen sich jetzt keine. Wir hätten jetzt genau 20 Uhr. Und ich denke, den einen kleinen Fall können wir uns vielleicht fürs nächste Mal aufheben. Dann sind wir ja soweit geworden. Ja, das klingt doch nach einem guten Plan. Das können wir machen. So, Feierabend. Also Schichtübergabe, ihr könnt quasi dem nächsten Unfallchirurgen die anderen Patienten übergeben. Und habt hier schreibt aber, der Matthias schreibt, den einen schaffen wir noch. Den einen schaffen wir noch. Das ist die Frage, was die anderen dazu sagen. Sonst ja. Nicht, dann gucken wir den einen noch. Dann gucken wir noch einen. Herrn Pitt, den Einschlatter-Geschichte. Gucken wir uns Herrn Pitt noch an. Herr Pitt ist mit dem Cannabis abgerutscht und hat sich schön in den Oberschenkel geschnitten. Und immer wenn man so Wunden hat, die so ein bisschen klaffen, eher auch schon mal ein bisschen größer sind, vielleicht auch um eine bessere Blutstellung zu kriegen, sollte man sich auch mal überlegen, dass man die auch mal primär näht. Also dementsprechend haben wir eigentlich vor, den mal wieder zusammenzuflicken, den zu nähen. Jetzt muss man sich überlegen, es gibt ein paar Wunden, die man nicht direkt wieder zunähen kann. Wenn die jetzt richtig grob verschmutzen, wir kriegen sie nicht wieder sauber, dann sollte man da vielleicht die Finger von lassen, Wunden, die schon infiziert sind oder so richtig tiefe Stich- oder Schussverletzungen, wo man ja natürlich irgendwie die Keimflora da drin schön einpacken würde. Also sichtbar infizierte Wunden oder Wunden, die schon relativ alt sind, also die schon mehrere Stunden halt unversorgt da lagen. So 6 bis 8 Stunden ist so ein bisschen magische Zahl, die ist aber ganz dolle evidenzbasiert. Wenn aber zum Beispiel ja mal im Gesicht oder irgendwie gerade über Gelenken oder ähnliches Wunden auch mal älter sind, muss man sich überlegen, schneide ich die aus, debridiere ich die nicht, die sind trotzdem, also diese ganzen 6 bis 8 Stunden sind nicht komplett evidence-based. Bevor wir jetzt loslegen, fragen wir diesen Patienten nach irgendwie Allergien, einmal testen irgendwie Durchblutung, Sensibilität, Motorik am Oberschenkel, jetzt nicht so kritisch. Wenn ihr aber zum Beispiel Sachen an der Hand habt, macht es Sinn, zum Beispiel die Beuge- und Strecksehnen zu kontrollieren, dass da nicht irgendwas durch ist, gucken, ob man noch einen Fremdkörper findet.
und kann dann nach einer Desinfektion schon mal mit einer Lokalanästhesie anfangen. Wenn ihr kleine Kinder mal nähen wollt oder ähnliches, dann tröpfelt ruhig schon mal in die Wunde so ein bisschen lokales Betäubungsmittel mit rein. Also das, was man von oben pieken kann, das wirkt auch schon ein bisschen lokal an der Stelle und man hat schon mal ein bisschen mehr Analgesie in dem Bereich. Und irgendwann habe ich mir überlegt, was für Kinder gut ist, ist für Erwachsene auch nicht schlecht. Man kann es ruhig. Man verbraucht meistens nicht die ganze Menge an lokalen Betäubungsmitteln. Also tröpfelt ruhig mal ruhig was rein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Wunde zu betäuben. Meistens vom Rand hier aus einstechen und fächerartig nach links und rechts Depot setzen. Jeweils einmal vorher ein bisschen aspirieren, dass man nicht irgendwo die Lokale direkt in die Blutbahn schiebt. Wäre ungünstig. Wenn ihr Lokale mit Adrenalinzusatz habt, macht das nicht an irgendwelchen Akren, also irgendwelchen Endstromgebieten, wie Fingern, Ohren, irgendwas, weil es dann zu Ischämien kommen kann. So, und dann geht es eigentlich auch schon los. Das heißt, wir haben ordentlich desinfiziert, haben ein steriles Klebetuch verwendet, haben die Lokale wirkt und sitzt. Das heißt, wir können auch schon mal anfangen, diese Wunde zu vernähen. Das heißt, es ist quasi eine belastete Stelle, Oberschenkel, da ist ja ein bisschen Zucht dran. Das heißt, ich würde hier wirklich auch schon einen nicht resorbierbaren Faden nehmen, der nachher gezogen wird. Bei Kindern zum Beispiel, gerade im Kleinfingerbereich oder ähnliches, nehme ich da gerne, wenn es kleine Wunden sind, auch mal einen resorbierbaren Faden, damit einfach der Hausarzt und das völlig traumatisierte Kind vom Nähen das nicht unbedingt wieder rausziehen muss. So, wie macht man das? Man nimmt den Faden quasi, spannt den Faden an der Nadel im hinteren Drittel ein. Da ist er einfach am stabilsten. Dann als nächstes schnappt man sich mit, das ist mit einer chirurgischen Pinzette, die hat so Ecken dran, die Wundränder und mit einer kleinen runden Bewegung zieht man die Nadel durch die Wunde durch. Da hat man gesagt, der Könner sticht einmal aus, aber die war so klein, da kann man nicht mal einmal zwischenzeitlich ausstechen, da kann man also beide Ecken zusammennehmen. Zieht den Faden relativ, dass nur so ein kleines Ende drüber ist, durch, wickelt den Faden zweimal um seinen Nadelhalter und schnappt sich mit dem Nadelhalter das Ende von dem Faden und zieht den durch. Zweimal in eine Richtung, einmal gegenläufig und dann noch einmal wieder, wie man es vorher gehabt hat. Und dann kann man schon kürzen. Davon habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Das heißt, durch die Wunde durch. Da, wie gesagt, versuche ich hilflos das zu halten, geht aber nicht. Also dementsprechend mit einer runden Bewegung durchziehen. Zweimal um den Nadelhalter in eine Richtung wickeln, da kann man sich aussuchen, welche. Man muss sich nur merken, wie man es gemacht hat. Zusammenziehen. Einmal gegenläufig. Und einmal wieder so, wie man es vorher gehabt hatte. Und dann schnippelt man den Restfaden weg. Patient brauchen da Infos, wann er wieder zur Kontrolle muss, auf welche Zeichen er bezüglich Infektion und ähnliches achten muss und natürlich auch, wann der Faden gezogen werden sollte. Gibt es Unterschiede? Mundschleimhaut, ähnliches heilt wunderbar innerhalb von Tagen ab. Also nach spätestens 7 Tagen sollte man die Fäden ziehen. Kopfhaut auch 7 bis 10 Tage. Wenn man aber irgendwie Gelenke oder deutlich belastete Stellen, sind wir schon im Bereich von 12 bis 14 Tagen. Manche große, relativ klaffende Wunden vielleicht auch erst jeden zweiten Faden. Also ist abhängig von der Wunde und von der Wundheilung, immer erst nach Sicht. Jetzt haben wir eine Sache, haben wir den Patienten noch nicht gefragt. Was müsste man den jetzt nochmal fragen? Er hat eine Wunde, da war ein Cuttermesser, das ist ein bisschen schwierig. Hat da jemand eine Idee, welche Frage man diesem Patienten noch stellen sollte? Da kommt gleich die Frage. Startet sich das nochmal. Tetanusschutz. Genau, hat der Patient eigentlich einen vorhandenen Tetanusschutz? Diese Frage muss allein auch aus forensischen Gründen jedem Patienten mit irgendeiner Wunde gestellt werden. Man muss auch nicht auswendig wissen, quasi welcher Patient wann wie geimpft wird. Es gibt hier unten einen schönen QR-Code, der führt euch zum Robert-Koch-Institut, zum epidemiologischen Bulletin, wie auch immer. Und ihr findet diese Tabelle. Und diese Tabelle ist sehr, sehr hilfreich und die zeigt euch genau, welcher Patient was geimpft werden kann. Abhängig immer sozusagen von, habe ich eine saubere, geringfügige Wunde oder habe ich irgendwelche allen anderen Wunden, also das heißt infiziert, ganz groß, mit Fremdkörper besetzt, Verbrennung, Schusswunden oder ähnliches, die werden halt kontaminiert und groß oder halt die sauberen. Dann ist es davon abhängig, welchen Impfstatus hat denn dieser Patient. Also ist der ungeimpft, also kleiner Impfverweigerer oder völlig unbekannt, sollte er quasi aktiv und passiv immunisiert werden. Also das sind hier diese Kombinationen mit, je nach Alter, mit Tetanus, Diphtherie und Pertussis.
unterschiedlicher Dosierung. Hat er nur eine unvollständige Durchimpfung, dann wird er auf jeden Fall einmal aktiv immunisiert, aber braucht nicht unbedingt das Immunglobulin dazu. Hat er über 3 Impfdosen, ist es abhängig davon, wann er denn zuletzt geimpft worden ist, ob wie lange das jetzt genau her ist, ob er wieder neu immunisiert werden muss oder nicht. Bei allen anderen Wunden quasi unter 3 Impfdosen oder unbekannt beides rein. Also das ist unser Polytrauma-Patient mit großen Abscherverletzungen, kriegt beides aktive und passive Immunisierung bei über 3 Impfdosen. Bei diesen grob verschmutzten ist es abhängig von oberhalb oder unterhalb von 5 Jahren, ob ich den immunisiere oder nicht. Tetanus ist scheiße, da kann man auch immer ordentlich dran sterben. Also dementsprechend lieber einmal mehr impfen als zu wenig, wäre meine Tendenz. Hier noch irgendwas vergessen? Eine kurze Zahl dazu, wie häufig ist eigentlich noch Tetanus in Deutschland sind wir bei unter 15 Erkrankungsfällen im Jahr. Insgesamt 2006 wurden weltweit sind fast 300.000 Patienten verstorben an Tetanus. Davon waren der größte Teil, also 250.000 neonatale Verletzungen. Also das heißt, wenn Nabel und Ähnliches nicht gut versorgt wurde in Drittländern, einmal nur um ein paar Zahlen dazu zu haben. Ja, haben wir es jetzt wirklich so, dass wir unserem Kollegen eine komplett freie Notaufnahme hinterlassen können? Alle Patienten abgearbeitet.